Mika ist ein global agierendes Familienunternehmen mit momentan über 8500 Mitarbeitern weltweit. Wir sind in 75 Ländern sind wir präsent und haben dort eigene Niederlassungen, um vor Ort die Kundennähe da zu haben. Meine Abteilung besteht aus 9 Mitarbeitern. Wir sind verantwortlich für die Gebäudeinfrastruktur, für die Energieversorgung, für die Medientechnik, Gasversorgung, für Störungen an Gebäude und technischem Equipment. Durch Prozessänderungen in unserer Reinraumtechnik hatten wir einen erhöhten Stickstoffverbrauch, was dazu führte, dass unsere Luftverdampfer sehr stark vereisten. Ich gehe mit dem Air Liquide-Mitarbeiter vor Ort. Wir analysieren die Anlagen auf die Verbrauchswerte, auf die Auslegung, was damals war, zu dem, was heute an Verbrauch da ist. Und der Air Liquide-Mitarbeiter unterbreitet uns dann Verbesserungsvorschläge, gegebenenfalls andere Systeme von Air Liquide einzusetzen. Nach der Installation des Systems haben wir keinerlei Vereisungen mehr des Luftverdampfers, dadurch weniger Personalaufwand, weil wir dieses Eis nicht mehr entfernen müssen. Der Luftverdampfer ist als Standby in Betrieb und die Hauptlast läuft über den Wasserverdampfer. Die technischen Berater von Air Liquide mit ihrem Fachwissen haben uns gut beraten, haben die technische Lösung herausgearbeitet in Verbindung mit den Fachleuten bei Vika und eine praktikable, energiesparende Lösung herausgearbeitet.